Ja, guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, die Begegnung mit dem Frühling, Zen-Buddhismus und Klaviermusik. Heute zeigen wir Ihnen ein Video mit dem gleichen Namen wie diese Veranstaltung. Und die gesamte Veranstaltung verläuft sich circa 60 Minuten, besteht aus zwei Teilen. In dem ersten Teil führen wir ein Live-Gespräch, das dauert circa 20 Minuten. Wir haben zwei Gäste hier, Pianistin Masako Ota und Thomas Breiter, Lehrer bei Urasenke-Tee-Schule. Herzlich willkommen. In dem zweiten Teil, das dauert circa 40 Minuten, zeigen wir eben dieses Video. Und dieses Video ist die Fortsetzung des ersten Videos zur Ruhe kommen. Das haben wir aufgenommen circa vor 4 Monaten. Damals war Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. 2020 im Zen-Kloster Eisenbuch. Dort darf ich dann wieder zurückkehren, vor circa vor einem Monat, und ein Gespräch mit Abthumo Nakagawa-Roshi führen. Und Masako-san, du bist ja auch wieder mit mir dahin gefahren und sie hat doch dort wunderbare drei Klavierstücke für das Video gespielt. Bevor ich mich mit den Gästen ein Gespräch beginne, möchte ich in dieser Stelle bei meinen zwei Vorstandskollegen bedanken. Jens, herzlichen Dank, Jens Albert Hesse, für die technische Gerne. Betreuung heute Abend und auch bei Willi Huber. Er ist auch mit mir ins Kloster gefahren und die gesamte Aufnahme und Schneidarbeiten des Videos gemacht. Danke, Willi. Dann fange ich an mit der Vorstellung der Gäste. Masako Ota, beginne ich mit dir. Du bist Hallo. klassisch ausgebildete Pianistin. Du spielst genreübergreifend mit viel Improvisation. Das hast du ja auch gezeigt in dem dritten Stück im Video, wie wunderbar du improvisierst. Deine Themen sind kultureller Austausch und Poesie. Du bist die Gewinnerin des Musikförderpreis der Stadt München 2018-2019. Herzlich willkommen, Masako-san. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich auch dich vorstellen, Thomas? Du bist Thomas Soto Breiter. Also Soto ist dein so japanischer Teename. Du bist Lehrer Ja. der Teeschule Urasenke in München. Seit 40 Jahren übst du den japanischen Teeweg. Hierzulande auch bekannt als Teezeremonie. Und 2 Jahre lang hast du auch als Stipendiat bei der Berufsfachschule für Teezeremonie in Kyoto Tee gelernt. Und du unterrichtest zurzeit den Teeweg in einem selbstgebauten Teeraum, den man Ja. bei dir sieht. Ne? Ja. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. Meine erste Frage würde ich ganz gerne dich fragen, Thomas. Ja, also dieser Begriff Teeweg oder Teezeremonie, das ist ja hier bekannt, aber denke ich, viele verstehen ja nicht ganz genau, was darunter verstehen soll. Kannst du vielleicht uns ganz kurz erklären, worum es geht bei Teeweg? Ja, also nach dieser kurzen Erklärung suche ich schon seit Jahrzehnten. Das ist ganz schwer. Das ist so, wie wenn man sagt, erklären Sie mir in 2 Sätzen, was Katholizismus ist. Das funktioniert einfach nicht, weil dieser Teeweg, das ist ein ganz facettenreiches Universum. Das ist voll mit Ideen, Vorstellungen, mit Erlebnissen, sowohl individuellen als auch kollektiven Erlebnissen. Es ist im Kern, wenn man es vielleicht ein bisschen technisch erklären möchte, im Kern ist es eine stark formalisierte Zusammenkunft von Menschen, also Interaktion zwischen Menschen. Es ist immer ein Gastgeber, der Tee für Gäste serviert. Und im Wesentlichen geht es dabei eigentlich um das Leben zu genießen, das Hier und Jetzt, das Dasein zu genießen. Man isst zusammen was, trinkt zusammen was aus kunsthandwerklich gefertigten Gegenständen. Man betrachtet die und kann auch drüber sprechen. Und man trinkt dann zusammen Tee. Und das Ganze ist so, ja, man kann sagen, unter spezieller Berücksichtigung der Prinzipien von Taoismus, von Konfuzianismus, Shintoismus und Buddhismus. Und das Ganze ist auch sehr, sehr
gegenwärtig. Also man hat immer einen ganz, ganz starken Bezug zur Jahreszeit. Auch wenn man sich beim Tee in einen Teeraum zurückzieht, ist man doch im Herzen, in der Natur und man hat immer einen sehr starken jahreszeitlichen Aspekt. Und diese starke Formalisierung und Ritualisierung ist eigentlich dazu nötig, um die Barrieren zwischen den Menschen aufzulösen. Denn in dem Moment, wo man die Form beherrscht, wird man ganz frei und kann durch diese Form kommunizieren, von Herz zu Herz untereinander. Es ist so ein Versuch einer Annäherung daran, was Teezeremonie ist. Okay, also du sprichst von diesen Formen, und das sagt man auf Japanisch Kata, ne? Kata, Kata. Formen. Also dadurch, dass man diese Formen auswendig, also wirklich lernt, darin besteht so eine eigene Ästhetik, ist das irgendwie? Genau, ja. Näher dran? Ja. Es ist wie wenn man eine Sprache lernt, man muss die Vokabeln lernen, man muss die Grammatik lernen und erst wenn man diese Grundlagen völlig beherrscht, dann ist man in der Lage, sich in der Sprache auszudrücken. Und so ist es auch bei der Teezeremonie. Es ist auch eine Kommunikation auf nonverbaler Ebene, aber man muss eben zuerst diese ganzen Formen, diese ganzen Kata erst einfach lernen. Und das ist mühsam und dauert viele, viele Jahre. Ja, das ist sicher ein ganz langwieriger Weg, bis man so eine Kata ganz auswendig gelernt zu haben und das perfekt zu meistern. Meine nächste Frage gerne an dich, Masako-san. Gibt es auch im Musikfeld sowas wie solche Katas, also solche Formen, die man meistert? Ja, also ich finde ganz interessant, weil so wie jetzt Thomas erzählt hat, ist da vielleicht bei Musik eher Technik, dass man dann, wie man dann zum Beispiel ein Instrument beherrscht, wie man so mit dem Instrument umgehen kann und so weiter, ne? Und das ist dann so als Grundlage. Aber dann Form, zum Beispiel in klassischer Musik gibt's ja dann als Strukturen Formen wie Sonatenform und Suitenform und so weiter, ne? Und das ist dann diese Art von Strukturen. Aber dann zum Beispiel in japanischer Musik ist ja sehr viel, also fast nie, also früher, ne, fast nie allein sozusagen selbstständig als Musik da, sondern sehr oft mit dem Theater zusammen oder mit Tanz zusammen, ja. Und dann zum Beispiel Kabuki ist ja sozusagen so eine Oper, das ist ja alle, es ist einfach alles da, Tanzen, Geschichte, also Schauspiel und Musik. Gesang und auch, es gibt ja auch diese Kabuki-Orchester und so weiter. Und da, also bei japanischer Musik oder auch beim Kabuki-Kata ist da eigentlich fast wie Choreografie. Und dann zum Beispiel beim Kabuki gibt es ja Kata, das ist dann von wirklich Familie zu Familie weitergegeben. Der Großvater hat diesen Kata so gut gekonnt und das möchte ich lernen und so weiter. Ne? Und dann das lernt man wirklich so einfach Körper zu Körper leinschlucken. Zuerst in dein Körper leintun und dann kommt vielleicht deine persönliche Note dazu. Und das ist vielleicht ganz interessante Unterschiede beim europäischen Musik oder auch, also wenn man dann zum Beispiel europäische Musik interpretieren möchte, dann zuerst ist natürlich diese Grundlage als Technik, als Kata, wenn man es schon so, also von Zeremonie Kata, dass man dann wirklich als solches schon beherrscht. Das ist auf jeden Fall Grundlage. Aber dann, wenn man dann noch dazu diese Interpretation geht dann, das ist dann doch selbst, ist also eigene Interpretation und dass ich interpretiere, ich bin da und so, das ist irgendwie im Vordergrund, ja. Aber das ist eben japanische Art ist anders. Und das ist, also ich finde ewig interessant, diese, also das ist, also ich würde nicht unbedingt so Unterschiede oder sowas nennen, sondern ich finde einfach Bereicherung von beide Seiten zu betrachten. Mhm. Das heißt in Japan, diese klassische Kata lernen, das ist wirklich erste, weiß ich nicht, so 5, 10 Jahren oder so, nur wirklich diese Kata, das geht darum, diese Kata komplett zu beherrschen und ja.
danach fängst du an, sozusagen deine eigene Interpretation zu finden. Und ja. Du sagst, hier in Europa tendiert man sich viel schneller, sozusagen meine eigenen Ausdruck, meine eigene. Vielleicht so, ja. Mhm. Weil das da einfach so diese, ja. Ja, so kann man sagen, denke ich, ja. Ja, das, Thomas, ich finde diese auch Ästhetik, die man in Teeweg findet, sehr, sehr spannend. Und dazu gibt es ja diesen Spruch Wabi-Sabi. Ne? Wabi-Sabi ja. Hängt ja sehr, ganz stark zusammen auch mit dieser Tee-Welt. Und wie kann man diese Wabi-Sabi besser verstehen? Was ist das, diese Wabi-Sabi? Also Wabi-Sabi sind erstmal zwei Begriffe. Das Wabi, das beschreibt etwas, ich würde das übersetzen mit einfach, schlicht, unprätentiös, irden, warmherzig, natürlich. In der japanischen Kultur, in der japanischen Ästhetik ist meiner Meinung nach die Natürlichkeit ganz, ganz wichtig. Es ist immer die Verwendung von natürlichen Materialien, es ist immer inspiriert von der Natur, sehr viele Dekore und sehr viele Formen in der Kunst und im Handwerk sind von der Natur inspiriert. Und das Wabi ist eben dieses ganz einfache, schlichte, unmittelbare. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht, um das jetzt mal so aus der Teezeremonie-Perspektive mal ein bisschen zu erklären. Vielleicht können wir das einblenden mit den drei Teeschalen. Genau, also das sind jetzt drei Teeschalen. Auf der linken Seite ist eine Teeschale. Mit solchen Schalen ist Tee gemacht worden, als um 1200 diese Teezeremonie oder die Teezubereitung aus China nach Japan gekommen ist. Das waren damals schon antike chinesische Schalen, die auf einem Lacktablett standen. Das ist, die Herstellung ist technisch sehr aufwendig, das konnte man in Japan gar nicht machen und diese Sachen sind hoch geschätzt worden, aber es ist etwas, was eigentlich vom japanischen Herzen ganz fern ist. Später hat man dann solche Schalen wie in der Mitte verwendet, das ist nach dem Modell einer koreanischen Reisschale, das ist schon einfacher und schlichter und im 17. Jahrhundert kam dann das auf der rechten Seite, das ist ein Raku-Chawan. Das ist dann eine Schale, die sehr technisch relativ einfach ist. Und das ist, man kann wirklich noch, wenn man die anschaut, kann man noch die Hand des Töpfers noch erahnen, wie er die Schale geformt hat. Und die schmiegt sich ganz weich und warm in die Hand. Und das ist so in der Teezeremonie der Ausdruck des Wabi. Also das ist etwas, was ganz nah am Herzen ist, am Menschen und ganz einfach, schlicht, ungekünstelt, das ist Wabi. Und der Begriff Sabi, das ist jetzt etwas anderes. Das ist die Reife, die Schönheit, die mit dem Alter und dem Gebrauch zu den Gegenständen und zu den Dingen kommt. Und ich meine auch zu den Menschen. Also dass Dinge, die alt sind und die gebraucht sind und die eine Geschichte, eine Seele haben, dass die geschätzt werden und nicht das Neue, das, was noch nichts erlebt hat. In der westlichen Kultur heutzutage muss immer alles neu sein, was man hat. Man braucht jedes Jahr neue Kleidung. Aber Sabi ist eben dieses Gefühl, ja, das ist etwas, das begleitet mich schon lange. Das hat schon ja, Patina, hat schon Gefühl angesetzt. Und das sind so diese beiden Aspekte, die in der japanischen Kultur sehr wichtig sind. Und auch in der Tee-Welt. Auch natürlich in der Teezeremonie. Und speziell der Schule, der ich angehöre, wir machen Babi-Cha, also diesen Tee, in dem das Einfache favorisiert wird. Man sagt auch Soan-Stil, also der Stil der Grashütte. Also man macht nicht in einem tollen, goldenen Pavillon-Tee, sondern in einer ganz einfachen Hütte, die Wände lehm verputzt, die Balken sind unlackiertes Holz, das Dach ist idealerweise nur mit Stroh gedeckt, also nur so, dass es gerade eben den Regen abhält und einen trocken hält und den Wind abhält, also ganz einfach und in der Natur mehr.
verwurzelt. Vielen Dank. Ich denke, Jens, können wir jetzt das Bildschirm teilen stoppen? Vielen Dank. Ja, diese Wabi-Sabi, Masako-san, wie interpretierst du als Künstlerin, als Musikerin diesen Begriff Wabi-Sabi für dich? Gibt es auch Wabi-Sabi in Musik? Ja, ich meine, ich persönlich Wabi-Sabi auch diese Natürlichkeit und Naturverbundenheit in Musik, das ist mir sehr wichtig, so Begriff. Aber wenn man aber auch so als westliche Musik so allgemein schaut, ich finde eigentlich, so wie auch Thomas dann jetzt gesagt hat, diese Barmherzigkeit, dass da Unvollkommenes oder auch Unmakelloses, das zu lieben und dass diese so einfach so die Liebesgefühl zu dieser Unvollkommenheit oder auch von Schattenseite oder auch von etwas in innen zu kehren, in Stille zu gehen und so. Da finde ich eigentlich von viele Musik, zum Beispiel Langsamsatz von Sonaten zum Beispiel, ja. Das ist dann, kommt ja normalerweise, erster Satz ist ja ziemlich so ja, nach vorne, so erzählend und dann zu innenkehrend ist da sehr oft dieser langsame Satz, manchmal zweite kommt und manchmal andere Reihenfolge. Auf jeden Fall, das ist für mich immer irgendwie ein bisschen so eine Verbindung mit Wabi Sabi, also für mich persönlich. Vielen Dank, das ist sehr spannend. Ja, wenn wir über diese japanische Ästhetik sprechen, und warum sprechen wir heute über japanische Ästhetik? Weil das später auch im Video, in dem Gespräch zwischen mir und Nakagawa Roshi auch vorkommt. Und deswegen haben wir heute Abend dieses Thema gewählt. Ja, und gerade über die japanische Ästhetik in dieser Frühlingszeit, da denken wir Japaner automatisch an Kirschblüten. Ne? Da, diese Kirschblüten haben so eine magische Anziehungskraft auf alle Fälle für Japaner. Ja, und in welcher Form, Thomas, denkst du, dass diese Sakura, ne, Kirschblüten in der Welt des Teewegs repräsentiert oder verehrt? Oder ist es verwehrt überhaupt? Nein, es ist, also ich meine, Sakura, wenn Sakura blüht in Japan, dann ist das natürlich allgegenwärtig. Überall sind Kirschbäume, das ist eine, die schiere Menge an Kirschblüten ist schon, die kann man nicht ignorieren. Die sind da und überall ist Sakura. Und das findet natürlich auch Eingang in den Teeweg. Auch dort wird gerne bei Teegeräten ein Dekor verwendet, wenn es jahreszeitlich passt, wenn die Kirschblüte kommt. Und an der Stelle habe ich heute noch was mitgebracht. Dieses Sakura-Thema, das ist noch so ein kleines bisschen zu toppen. Also wenn Sakura da ist, dann ist es wunderschön und es ist dann noch schöner in dem Moment, wo es vergeht, weil dann dieses Abschiednehmen, diese Traurigkeit sich mit hineinmischt. Und es gibt im Teeweg ein Motiv, das sehr beliebt ist, das heißt Hana Ikada. Da habe ich auch ein kleines Foto mitgebracht. Das ist die, wenn wir das einblenden können, das ist jetzt die Feuerstelle, so wie sie im Teeraum jetzt hier verwendet wird. Und die Feuerstelle ist im Boden eingelassen. Da ist der Wasserkessel, in dem das Wasser erhitzt wird. Und außenrum ist ein lackierter Holzrahmen, sogenannter Robuchi. Und da ist jetzt ein Motiv drauf. Das sind Flöße mit Kirschblüten. Das verwendet man Ende April, wenn die Kirschblüte schon eigentlich vorbei ist. Die Geschichte dazu ist folgende. Im Winter wird in den Bergen das Holz eingeschlagen und mit der Schneeschmelze werden dann die Stämme ins Tal geflößt, zusammengebunden zu Flößen. Und weil in den Bergen die Kirschblüten später blühen, kann es sein, dass diese Holzflöße dann, wenn im Tal schon alles vorbei ist, nochmal abgefallene Kirschblüten mit ins Tal bringen. Und wenn man dann am Fluss steht und diese Flöße beobachtet, dann kann man nochmal sozusagen zum Abschied, obwohl alles schon vorbei war, nochmal einen kurzen Blick auf diese Kirschblüten werfen. Das ist natürlich alles sehr symbolträchtig. Also die Kirschblüte ist eigentlich vorbei, aber sie ist doch noch da und sie fließt noch einmal an einem vorbei und fließt weiter.
Und es ist ein wunderschönes Motiv. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, bekomme ich so ein bisschen Gänsehaut, weil es so rührend ist. Vielen Dank, Thomas. Ja, dann können wir jetzt das Bildschirmteilen stoppen. Jetzt. Super, vielen Dank. Ja, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch und ich glaube, wir könnten weiter die nächste Stunde reden, aber leider müssen wir jetzt aufhören mit unserem Gespräch heute. Da bedanke ich mich bei euch beiden, Masako-san und Thomas, für dieses ganz spannende Gespräch. Ich bedanke mich auch. Ja, auch vielen herzlichen Dank. Es war sehr schön. Vielen Dank. Ja, jetzt zeigen wir Ihnen das Video. Die Begegnung mit dem Frühling, Zen-Buddhismus und Klaviermusik. Und nach dem Ende des Videos sehe ich Sie ganz kurz wieder. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, liebe Zuschauer, genau. Da gab es leider Probleme bei der Übertragung, bei Streaming. Wir zeigen aber Ihnen auf alle Fälle dieses vollständige Video wieder über YouTube. Nicht wahr, Jens? Das können wir ja gleich. Ach genau, ich habe schon den Link teilen, gepostet. Ne? Genau. Also das vollständige Video können Sie gerne wieder von diesem YouTube-Link folgen und nochmal genauer anschauen. Und Herr Thomas Breiter ist ja Lehrer bei der Teeschule Urasenke. Und Jens, wir haben auch noch Informationen dazu, wo man überall diese Teeschule findet in Deutschland. Ich verstehe, dass die Zuschauer heute aus überall zugeschaltet sind, wo man dann, wenn man Interesse hat an Teezeremonie, wo man sich wenden kann. Genau, also da gibt es überall, also urasenke.de kann man sich dann mehr Informationen holen. Ne? Ja, dann vielen herzlichen Dank, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass unsere Videos sowie unsere gesamte Veranstaltung heute Ihnen gut gefallen haben. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.